Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SimCity. Wir waren stehen geblieben in Kiefernberg. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was passiert ist, weil es schon wieder so ewig her ist. Ich will aber auf jeden Fall hier in dieser Strecke, Abteilung der Stadt unbedingt aufbauen, weil ich das so cool finde, dass das hier alles so am Hang ist. Was ich noch dazu sagen sollte, ist, dass bei uns hier gerade gefühlte 40.322 Grad sind oder so. Mit anderen Worten, habe ich da eine Haltestelle hingebaut? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Mit anderen Worten, ich habe das Fenster offen gelassen, weil das sonst echt zu heiß gewesen wäre. Das hätte ich selbst nicht ausgehalten und deswegen müsst ihr das jetzt leider ertragen, dass ich im Hintergrund vielleicht mal ab und zu ein Bus oder sowas vorbeifährt oder ein Auto. Aber ich habe eigentlich relativ ruhige Nachbarschaft. Sie machen jetzt nicht irgendwie dauernd Party oder sowas. Wo waren wir denn stehen geblieben? Das Abwasser meckert schon wieder seit ewigen Stunden, aber das kommt ja eh immer nur vom Öl. Genau. Apropos Öl. Mal gucken, bei wie viel Barrel am Tag wir sind. 7400. Wie viel brauchen wir nochmal für das Öl hier? Wir brauchen 9600. Verdammt. Können wir da einfach noch ein bisschen upgraden? Oh, wir können noch 10 dazustellen. Ja, warum nicht? Oh, da sind ganz wenige. Dann gehen wir einfach hier ganz an den Rand und stellen noch 2 dazu auf. Das ist zwar ein bisschen übertrieben, aber wir haben ja hier das Handelsdepot, was das Öl wegschickt, glaube ich. Weltmarktlieferung verwalten. Das exportiert das Rohöl, genau, und das lagert das Rohöl. Hoffentlich klappt es halt gut, dass sie sich das aufteilen, nicht, dass die hier zu wenig Öl haben. Nee, aber das passt eigentlich. Rohöl haben sie gerade massig. Wer meckert denn da? Heißt das nicht? Ja, Krankheiten, wollte ich gerade sagen. Ah, jetzt ist auf einmal alles wieder gut. Na dann. Wo, apropos Krankheiten, wo steht denn unsere Klinik im Moment? Habe ich irgendwie übersehen? Ah, die steht immer noch da unten. Und wie viel, wie geht es denen da? 9 pro 16 pro Tag versorgte ich kann nicht reden. Das geht nicht. Okay, dann machen wir jetzt mal kurz. Wir haben ja eh hier 788.000 Euro. Simoleons. Das heißt, wir reißen die ab, weil ich wollte die ja eh hier an dieses Viertel stellen, damit es überall schnell erreicht werden kann. Das heißt, ich hole jetzt mal die Klinik. Dann könnte ich eigentlich auch gleich so ein riesen Krankenhaus bauen, aber das ist mir zu teuer vom Preis her. Passt natürlich nicht hin. Dann baue ich kurz eine neue Straße hin. So, voll schön. Kann man die auch ein bisschen gerader bauen? Voll cool mit so einem Tunnel dabei. Aber das ist irgendwie nicht so Sinn der Sache. Ich baue das jetzt einfach mal so hin. Wahrscheinlich kann man da gar nichts dran bauen. Das ist ja viel zu steil. Klinik. Kannst du da hin? Nein, natürlich nicht. Voll die Überraschung. Ich kann sie aber auch hier neben die Dings stellen. Das passt auch. Kein Stress. Kein Problem. Ich komme auch so zurecht. Stockendes Spiel, dankeschön. Okay, Klinik, dann baue ich die einfach. Hier ist zu steil, dann baue ich sie gegenüber vom Gymnasium. Falls sie da krank werden, können sie gleich gleich gegenüber. Dann brauchen sie überhaupt keinen wie heißt denn das? Schulsanitäter oder so? Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich baue hier gleich mal massiv aus. So, das dürfte jetzt erstmal reichen. Wahrscheinlich kommt es von der blöden Verstopfung, könnte ich mir denken. Weil gerade hier so an diesen Stellen, was laufen die da langsam rum und stecken ja an, hört auf zu husten. Bleib stehen. Geschuft. Linda Bastiansen fühlt sich krank, ist auf dem Weg nach Hause. Wow, die ist aber echt flott unterwegs. Sie kriecht nur noch so am Rand entlang und ist so voll am Krepieren. Oh, was ist hier? Yeah, 20 Frames jetzt, danke. Ist das mittlere Schicht? Da könnten sie sich aber ruhig noch ein bisschen aufstocken, du. Hätte ich kein Problem mit. Das ist mittlere Dichte. Das ist nicht mittlere Dichte, was ihr da baut, Freunde. Ich mache hier mal noch so ein bisschen. Ich will, dass sie hier größer werden. Das soll so dieses coole San Francisco-Style sein. Den ich ja jetzt letzte Folge schon angefangen habe. Okay. Ich glaube, so dürfte es funktionieren. Wie sieht es eigentlich mit dem Stau aus? Weil da ist gerade so ein bisschen rot. Aber das passt im Moment eigentlich noch voll super. Ich bin voll stolz. Hallo? Was geht hier? Alles voll ordentlich und so. Die Verbindungsstraße da hinten wird auch nicht benutzt. Das ist gut. Nur da ist gerade... Ach so. Fördern Sie an einem Tag 10.000 Barrel Rohöl? Wisst ihr, was das heißt? Oh. Oh, ach so. Ja, klar.
Das heißt, wir müssen jetzt noch den Tag abwarten, bis da 9600, weil eigentlich haben wir die 10.000 am Tag. Eigentlich. Aber wir hätten es halt gestern Abend um 9 machen müssen, weil jetzt ist 1 Uhr, fast 2 Uhr und da müssen wir natürlich noch warten, bis das weitergegangen ist. Und dann können wir aufgraden. Kann ich hier irgendwie einen Park reintun? Das fände ich irgendwie ganz cool. Der würde da reinpassen. Ich meine, wir brauchen ihn nicht, weil da sind keine Häuser oder sowas in der Umgebung. Aber es wäre schön. So ein Naturpark. So ein, hier, so ein Teich. Bam. Ich finde, der hat was. Der sieht zwar etwas verschüttet aus, aber, oh, sie protestieren. Was wollt ihr denn? Ach so, der beschützt das Gebäude. Protestiert, herkommt Rathaus. Ach, der geht einmal vor die Tür und sagt dann, ich bin unzufrieden. Giraffen, oh. Anscheinend ist um 4 Uhr protestiert. Oh, jetzt fangen sie wieder an. Die mussten alle mal auf Toilette gehen anscheinend. Die kommen alle aus dem Rathaus raus. Oh, geschlossen. Wir brauchen Wasser? Oh nein. Verwaltung geschlossen. Ey, das Wasser. Oh, das muss hier einmal außen rum pumpen. Ich muss das echt wieder anspießen, sonst ist der Weg bis dahin zu lang. Ist aber blöd. Dann, ich will nämlich eigentlich verhindern. Warte. Nochmal von oben gucken, damit es gerade ist. Gehen, dass diese Straße gerade weitergeht. Ist doch nicht gerade. Wie? Oh, da kann ich nicht hin. Mit N vielleicht? Nein. Mit M vielleicht? Nein. Verdammt. Komm schon, eben hat er dich auch angezeigt. So. Das ist ein großer Neigungswinkel. Ja, du sollst ja auch auf der Straße anfangen. So deswegen. Nein, ich wollte eigentlich. Nein. Linien. Nochmal weg. Genau. Ah, weil das eine Brücke ist, muss ich von hier aus anfangen. Irgendwo von hier aus. Irgendwo von hier aus. So, da. Okay, probieren wir es mal so. Vielleicht funktioniert es dann. Oh, das ist ja noch niedrig. Das geht ja nicht. Kann ich nicht arbeiten. Wow. Mittlere Dichte. Mittlere Dichte. Mittlere Dichte. Perfekt. Halt. Was ist das denn für ein Straßenbau? Warum ist das hier alles unterschiedlich? Komisch. Mysteriös. Die protestieren wieder, was das Zeug hält. Was, wie ist das eigentlich vom Verdienen her? Ich würde gerne wissen, wie viel die gestern gemacht haben an Geld. Steht es da überhaupt dabei? Wow. Ah, Obdachlose Null. Na, perfekt. Also ich meine, ich würde sie natürlich drin lassen, aber so für SimCity selbst ist das ganz gut, wenn da nichts drin ist. Wir kriegen unsere nächsten Hochhäuser. Wow, mit Hubschrauber-Landeplatz. Die sind ja etepetete. Ich versuche kurz einen coolen Winkel zu finden für Screenshots. Eigentlich wäre sowas ganz cool. C. Wobei der irgendwie von hier aus recht hässlich ist. Der ist eigentlich so schön blau. Und wenn man ihn neigt, wird er auf einmal so kackfarben. Oh Gott. Okay, passt. Ja, langsam baut sich das hier doch auf. Guckt euch mal diese netten Häuser an. Kann ich nicht klagen, du. Ist ganz nett. Was wollen die? Wollt ihr einen Tempel? Wir haben doch einen Tempel. Mit der neuen Kultstätte haben wir endlich einen Ort, an dem wir unser Geld spenden können. Na, da bin ich ja zufrieden, dass ihr euer Geld loswerdet. Irgendwie wird dieser Tunnel überhaupt nicht beansprucht. Der hat immer so gar keinen Verkehr. Ich habe so die Befürchtung, dass sie darüber rennen. Aber ich kann es halt irgendwie nicht verhindern, weil die Leute müssen halt... Das ist wahrscheinlich das Problem, dass ich diese ganzen Sachen da dran gemacht habe. Weil wenn ich das hier kappen würde, müssten sie so rum außen rum fahren, würden dann meckern. Und das Wasser muss ja auch irgendwie nach da drüben hochkommen. Ist alles nicht so einfach hier. Oh, wow. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was abreißen. Kann das sein? Oh, nein, es sieht einfach nur gammelig aus. Ups, okay. Ah, das Rathaus. Upgrade! Für nix und wieder nix. Ich baue nämlich nichts dran. Außer, ich guck mal kurz, ob da inzwischen... Nö, ist immer noch alles in der Region verfügbar. Ich muss dafür nur Geld ausgeben und brauche das nicht, weil wir die Funktion auch so bekommen. Also ist das Ganze irgendwie so ein bisschen mir Schnuppe. Wie geht es hier eigentlich? Was habt ihr für eine Wartezeit? Halt, so rum muss man das machen. Hier zum Verkehr und da dann zu den Booten. 79 Minuten. Ich muss hier upgraden. Upgraden. Und es fehlt das Schild. So kann ich nicht arbeiten. Okay. Vielleicht ist das Problem... Nur eigentlich ist der Anschluss da dann relativ... Genau. Also ich meine, ich könnte noch da so eine Kreuzung machen. Aber so unbedingt... Oh, außerdem sind es eh 4 Straßen schon. Das heißt, es geht überhaupt nicht. Ja, dann kann ich da eigentlich nicht groß was machen. Ich guck nochmal, ob inzwischen die 1000 Barrel Öl ankamen. 8000 sind es schon... Und wir haben erst 19 Uhr, das wird ja super gehen. Da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so viel Barrel. Können wir dann noch mehr exportieren? Wie ist denn das mit den Lagern im Moment? Das passt. Hier ist alles leer, wieso?
Das wird exportiert, das wird lokal verwaltet, das wird exportiert. Ja, okay, dann passt's. Und hier wird, soll auch exportiert werden. Ja, wahrscheinlich kommt da halt gerade noch keiner an von denen. Aber dann passt es. Züge haben eine Wartezeit von 15 Minuten nur. Dabei haben wir so einen haben wir nur einen Bahnhof. Voll cool. Oh, ein Zug. Eine Straßenbahn haben wir noch keine, stimmt. Können wir eigentlich auch mal langsam anfangen. Wir haben schon fast 34.000 Einwohner. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen die empfohlen sind. Busse haben immer noch 31 Minuten Wartezeit. Das passt, das ist total entspannt. Wo steht denn der überhaupt? Wow. Was wollen denn die ganzen Busse von außerhalb? Kommen die auch von wo außerhalb? Halt, bleibt stehen. Ja, die sind aus Zedern-Tor. Yes, Rohölzentrale. I take it. Wo baue ich die denn hin? Hebt die an vom Wert her oder senkt die den Wert? Das würde ich gerne mal wissen. Sonst könnte ich die eigentlich hier direkt daneben bauen. Oh, das mache ich. Dann wird das hier so das coole Industrieviertel oder irgendwie sowas. Bam. Geschlossen. Wir stellen neue Leute ein. Upgrade. Bam. Upgrade gleich mal. Keine Ahnung, wofür das war. Aber wir haben Belohnung bekommen. Das ist super. Was ist das denn hier eigentlich? Bestenlisten. Atlas. Ach, das sind die aus unserer Region, oder wie? Ja. Das heißt, hier gibt es welche, die... Ah. Okay, kapiere ich doch nicht. Wir sind doch gar nicht Atlas. Was ist denn das? Ist das der Bewohner, oder wie? Oder... Nee, ich glaube, das ist die Stadt. Die hat 1894 Sims. Aber ich kapiere das nicht so ganz. Doch, das sind wir. Klar. Das ist unsere Gegend, wo wir drin sind. Weil... Schluck in der Kurve mit 141.000 Sims und Kiefernbeck mit 25.000 Sims. Nur sind wir halt nur so nicht die, die die großen Bewohner bringen, sondern halt die ganzen Leute, die schon dieses Zukunftsding haben. Ach, und das sind die anderen Sachen, wo ich dabei bin. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Zentrale vom Handel her. Oh, sind wir mit Kiefernbeck und Schluck in der Kurve voll gut dabei. Und Glücksspiel haben wir, glaube ich, gar nicht. Oh doch, haben wir? Wir haben Glücksspiel in Schluck in der Kurve? Habe ich ganz vergessen. Okay, das ist eine Überraschung. Wow, sieht die abgegradet schick aus. Was kann man denn da noch dran machen? Eine Gewerbeabteilung. Voller Wirtschaftsfanatiker, die nichts lieber tun, als die Ölpreise auf dem Weltmarkt steigen und fallen zu sehen. Die Wirtschaftsabteilung hilft ihnen, ihre Erdölprodukte auf den Markt zu bringen. Umschlagplatz wie Rohöl. Okay, was bringt mir das? Habe ich irgendwie nicht so die Ahnung. Aus Erdöl lässt sich nicht nur Rohöl erstellen, letzteres kann auch zu Treibstoff oder Plastik weiterverarbeitet werden. Die Erschließung anderer Marktbereiche kann ihnen helfen, die Höhen und Tiefen des Weltmarktes unbeschadet zu überstehen. Habe ich ja schon. Also ich weiß gerade nicht, was so der Sinn dahinter ist irgendwie. Ich lasse es erstmal langsam an. Wow, wir haben 1 Million Euro Geld. Irgendwie läuft es bei uns immer. Ich kann mir nicht helfen. Ich kann mal die Ausgaben so ein bisschen senken lassen. Gewerbegebiet auch... So, dass die Reichen schön zu uns kommen wollen. Perfekt. Wie sieht es denn eigentlich mit dem aus? Unterricht für Null Sims, ja klar, weil ja keiner da reingegangen ist. Oh, da war eine Feuerwehr. Oh Gott, alles blinkt. Es heißt, ein verrückter Kerl namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Max's Man. Wir müssen ihn zurückholen. Zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihn den richtigen Rahmen für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare... Wow, guckt euch das mal an hier. ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Max's Man und Dr. Wu haben wollt, mal in einer Stadt. Ich würde es machen. Keine Ahnung, ich bin da jetzt offen für alles. Ich habe sie noch nie reingeholt, weil ich gehört habe, dass das recht umständlich sein soll. Aber ich würde es machen. Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss mit Ö. Gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl, and we won't come home until we kiss a girl.